Wir begrüßen euch ganz herzlich wieder zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Habe Mut, lass dich nicht von deinen Ängsten leiten. Nichts steht so oft in der Bibel wie der Satz, fürchte dich nicht, überwinde deine Angst und komm zu Jesus. Ja, gerade wenn du dich fürchtest, sage ich dir, wir wollen dir Hoffnung machen, dass die Furcht verschwindet. Heute zum Thema die Wahrheit über dich. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn wir für dich beten dürfen. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Die Wahrheit über dich, über dein Leben. Und da fällt dir wahrscheinlich erst ein oder zuerst ein, was habe ich alles in der Vergangenheit erlebt? Was habe ich durchlitten? Wo wurde ich misshandelt? Und so weiter. Und du meinst, das ist die Wahrheit über dein Leben. Aber Jesus sieht dich von einem ganz anderen Winkel. Er sieht dich von der Schöpfung her, von einem Menschen, der geschaffen wurde vor Adams Sündenfall. Und er sieht dich als vollkommener Mensch, was wir sein dürfen, wenn wir die Sünden wirklich ans Kreuz bringen. Und er sieht dich so und er sieht dich, wie sein Spiegelbild. Und das ist wirklich ein Vorrecht. Und das ist wirklich das, dein authentischer Wert, den du wirklich hast. Und der Teufel möchte dir immer sagen, du bist nichts wert, weil du hast das und das durchgemacht und das und das und das machst du falsch und so weiter. Jesus sieht dich ganz anders. Er sieht in dir das Potenzial ohne Sünde. Und du sagst, ja, ich bin ein Sünder. Dann bringst du Jesus das Vergeben, dass Vergebung da ist. Und du darfst wirklich diesen authentischen Wert leben. Danke, Herr. Herr, dass jedem klar wird, der authentische Wert, der in einem jeden Menschen hineingelegt wurde. Und ich danke dir dafür, für alle, die auch zu dir kommen und Schuld und Sünde bringen, dass du es wegnimmst, dass der volle Wert, Herr, gelebt werden kann, dass der volle Wert da ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir möchten gerne für Menschen beten, die uns ihr Anliegen geschrieben haben. Und ein Mann schreibt uns Folgendes. Ich bin Christ, doch neige ich zu Depressionen. Ich sei nicht gut genug, heißt es in meinem Inneren. Ich bin 70 Jahre alt. Ich bitte um Stabilisierung. Liebe Grüße. Und Daniel hat es gerade gesagt, wenn man in seinem Inneren meint, ich bin nicht gut genug. Man darf zu Jesus kommen und er vergibt. Und wir haben immer eine offene Türe bei ihm. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der so geplagt ist von diesem, ich bin nicht gut genug. Und ich danke dir, dass du am Kreuz alles vollbracht hast und dass du ihm diesen Gedanken einfach wegnimmst. Wir widerstehen diesem Gedanken im Namen Jesus und dass er frei ist von diesem Gefühl und den Gedanken, ich bin nicht gut genug, weil du alles ans Kreuz genommen hast und vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass Licht in seine Gedanken hineinkommt, dass diese Depressionen verschwinden und dass er wirklich ein frohes, fröhliches Leben führen darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat Probleme mit Long-Covid. Sie schreibt, liebe Geschwister, letztes Jahr hatte ich Corona. Der Verlauf war relativ leicht. 2 Monate später konnte ich nicht mehr arbeiten, weil ich ständig krank war. Erkältungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Übelkeit und andere Symptome haben sich abgewechselt. Der Arzt sagte, es wäre wahrscheinlich Long-Covid. Zwischendurch ging es mir immer wieder besser, doch in Abständen treten Symptome auf. Bitte betet für mich. Ich glaube, dass Gott mich bereits komplett wiederhergestellt hat. Vielen Dank und liebe Grüße. Ja, und das wollen wir tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst mit diesem Long-Covid. Und ich danke dir, dass diese Beschwerden aufhören, dass sie nicht mehr wiederkommen und dass du eingreifst in ihr Leben. Danke, Jesus, dass du auch ein Gott bist, der größer ist wie jede Corona-Krankheit und auch größer wie Long-Covid. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Person das wirklich erleben darf, dass das aufhört, dass sie wieder Kraft hat. Und wir danken dir,
dir für neue Kraft, für Neues, was du für sie bereit hast. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du wieder einen wunderbaren gesundheitlichen Zustand wiederherstellst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Wir tun es gerne und die Infos sind wie immer eingeblendet. Um Magen- und Darmprobleme geht es in diesem Gebetsanliegen. Hallo, liebes Gebetsteam, bitte betet für mich. Ich bin andauernd krank. Mein ganzer Magen-Darm-Trakt ist öfters entzündet. War auch 3 Tage im Krankenhaus wegen Gastritis. Habe Unverträglichkeiten, was das Essen angeht. Hört das eine auf, fängt das andere an. Ja, danke, Herr, dass wir jetzt auch wirklich unterstützen dürfen im Gebet. Ich danke dir dafür, dass du wirklich der bist, der wieder Ordnung in diesen Körper hineinbringt. Ich danke dir dafür, Herr, die ganzen Kettenreaktionen und Herr, auch das ganze Nervensystem, das nervös ist. Herr, wir rufen deine Ruhe hinein. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Gebetsanliegen für einen jungen Mann, Anfang 20. Der Sohn einer Freundin, Anfang 20, hat seit letztem Jahr nach starken Schmerzen im Bauchbereich eine chronische Bauchspeicheldrüse diagnostiziert bekommen. Er darf nur noch wenige Speisen essen und aus einem einst sportlichen Mann ist ein trauriger Mensch geworden, der kaum noch Lebensfreude hat. Leider glaubt er auch nicht mehr, dass Gott ihm hilft. Im Krankenhaus waren auch Werte von anderen Organen nicht gut. Könnt ihr bitte für ihn beten? Danke, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, danke, Herr, dass du die Lösung bist für diesen Menschen. Und danke, Herr, dass er wieder zu dir findet. Herr, dass er Hoffnung und Liebe bei dir sucht. Und Herr, du sagst, Herr, wenn wir suchen, lässt du dich finden. Und ich danke dir dafür, Herr, schenk ihm diese Gelegenheit einer Begegnung mit dir, dass die ganzen Symptome und Bauchspeicheldrüsen, alles, was da durcheinander gekommen ist, Herr, wieder in Ordnung kommt. Lass ihn deine Heilungskraft, lass ihn deine Liebe erleben im vollen Umfang. Danke, Herr. Amen. Amen. Und auch wieder viele Zeugnisse haben wir und ich habe einige herausgesucht und möchte sie vorlesen. Von mehreren Gebetserhörungen erzählt diese Frau: Gott hat mich gesund gemacht von Corona, Lungenentzündung und einer Lungenembolie. Bin wieder fit wie der Fisch im Wasser. Auch mein Gebetsanliegen wegen einer Wohnung hat er erfüllt. Am 1. Juni beziehe ich mit einer langjährigen gläubigen Freundin gemeinsam eine wunderschöne Wohnung mit Blick auf die freie Landschaft und bezahlbarer Miete. Unglaublich, nur Gott kann so etwas tun. Alles überreich, was ich wollte. Nicht mehr allein, günstig und schön. Großen Dank für eure Gebete. Ja, Gott verändert wirklich Situationen. Und Gott erhört Gebet, eine Schwangerschaft und eine neue Wohnung. Und da schreibt jemand: Ich bat euch um Gebetsunterstützung für ein weiteres Kind und eine neue Wohnung. Gott hat die Gebete erhört. Wir haben eine neue Wohnung erhalten und das Baby kommt voraussichtlich Anfang Juli zur Welt. Es wird ein Junge und er soll den Namen Joel bekommen. Wir sind sehr dankbar für die Gnade und die Kraft Gottes. Wie schön, was Gott alles zu tun vermag und was Gott schenkt. Angstattacken sind ein schlimmer Zustand und eine Frau wurde davon befreit. Sie schreibt: Ich hatte 14 Jahre Angstattacken. Seit 2 Jahren bin ich davon geheilt. Wie wunderbar. Und von einer Heilung in der Gebetsnacht berichtet diese Frau. Sie schreibt: Ich möchte mich bei euch bedanken für euer Gebet. Bei der letzten Gebetsnacht habe ich für Heilung meiner Gallensteine gebeten lassen. Lob und Preis dem Herrn, ich spüre nichts mehr. Wunderbar, wenn Schmerzen verschwinden.
Ja, wir haben auch in einem Monat wieder Gebetsnacht. Du findest das auf unserer Webseite. Hast auch du etwas erlebt? Vielleicht von der Gebetsnacht oder über andere Gebete, wo du uns geschrieben hast oder angerufen hast. Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen, dass andere wieder gestärkt werden. Dein authentischer Wert. Ist er dir bewusst? Mach ihn dir bewusst. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und denk mal drüber nach. Nicht über all das Negative, was du erlebt hast, sondern der Wert, den Gott in dir sieht. Und das ist gewaltig. Und das ist wunderbar. Mach es dir bewusst. Wenn wir für dich beten dürfen, dann schick uns dein Anliegen. Heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und was wir weniger bekannt geben, aber schon sozusagen immer läuft, das ist, wir haben alle unsere Predigten auch auf Podcast. Das heißt, du kannst neben dem Bügeln oder Autofahren uns hören. Geh auf eine Podcast-Oberfläche, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes. Und es gibt viele Oberflächen. Und gib einfach Missionswerk Karlsruhe ein. Und dann hast du den ganzen Schatz, viele, viele Predigten, die du auswählen kannst. Schön, dass du dabei warst heute. Und wir verabschieden uns. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.